Hallo, willkommen bei einem neuen Interview hier auf meinem Kanal. Heute sind wir hier auf eine Veranstaltung über das Thema Inklusion. Erstmal die erste Frage, was genau macht ihr hier denn? Ja, hallo, ich bin der Johannes Baczewski. Ich bin Lehrer an der Fachschule Heilerziehungspflege in Trier und koordiniere den Bildungsgang und kümmere mich um so alle organisatorischen Dinge, die mit der Schulform zusammenhängen. Also hallo zusammen. Wir sind Jonas, Luca und Luna und wir haben uns an unserem HEP-Tag mit dem Artikel 19 beschäftigt. Und zwar geht es da um selbstbestimmte Lebensführung und mit Einbeziehung in die Gesellschaft. Genau, dann habe ich die allererste Frage. Wie genau haben denn die Schüler sich denn auf die Veranstaltung sich vorbereitet? Ja. Ich bin ein Fan von Projektarbeit, das vielleicht so vorneweg. Und die Schülerinnen und Schüler haben sich in einem Modul, wir haben in unserer Schule über die 3 Jahre 12 Module, sehr intensiv mit dem Thema auseinandergesetzt, anlässlich des Jubiläums der UN-Behindertenrechtskonvention in diesem Jahr. Haben wir uns für dieses Thema entschieden und sie haben sich einzelne Themen rausgepickt, die sie intensiv bearbeitet haben in den letzten, ich würde sagen, 18 Wochen. Ja, also heute hier am HEP-Tag haben wir als Oberthema eben die UN-Behindertenrechtskonvention und unser Stand, wo ich bin, wir zeigen so die Entwicklung der Rechte für Menschen mit Beeinträchtigungen von früher bis heute. Also was sich da verändert hat, was es für besondere Ereignisse gab. Nicht schöne Ereignisse, aber auch gute Ereignisse, um daraus eben für die Zukunft auch zu lernen. Also bei uns geht es um Artikel 21 von den Behindertenrechtskonventionen der UN. Der beinhaltet Meinungsfreiheit, freie Meinungsäußerung und freien Informationszugang. Und da haben wir uns einmal als Zentrum rausgepickt, das Thema Empowerment, also dass man auch den betroffenen Menschen eben einfach ermöglicht und zulässt, dass jeder selbstbestimmt leben kann und das machen, sagen, tun kann, was er möchte. Und auch im Sinne eben der freien Informationsbeschaffung haben wir uns Beispiele rausgesucht, wie zum Beispiel die Brailleschrift, Gebärdensprache und die leichte Sprache, um einfach auch mal nachzuempfinden, wie komplex und schwierig das eigentlich sein kann, wenn man sich anders als die große Masse Informationen beschaffen muss. Sehr interessant. Was halten Sie denn über das Thema Inklusion? Wie soll man das Ganze noch besser umsetzen im Bereich, was Förderschule betrifft, dass Menschen mit und ohne Behinderung in normale Schule gehen oder auch das mit die Behindertenwerkstatt zum Beispiel? Ja, ich finde, das Wort Inklusion bezieht sich eigentlich auf alle Lebensbereiche und auf alle Menschen in einer Gesellschaft. Und jeder soll teilhaben, jeder soll mitmachen können, mit seinen Fähigkeiten, die er hat, mit seinen Ressourcen, die in ihm sind und die vielleicht noch im Verborgenen liegen. Und von daher sehe ich gar keinen so riesigen Unterschied von der Thematik Teilhabe, ob jetzt ein Mensch noch eine Behinderung hat, weil wir sind alle Menschen, wir alle sind eine Gemeinschaft. Und wir alle sollen gemeinsam gut, friedlich miteinander umgehen und leben. Hallo, wir haben uns den Artikel 22, Achtung der Privatsphäre, ausgesucht, da wir das Thema allgemein total interessant finden. Auch das Thema mit dem gesetzlichen Betreuer, wie das da so läuft, dass von den Klienten die Privatsphäre quasi irgendwie genommen wird, dass das dann eine externe Person regelt für die Personen. Okay, das sehe ich ganz genauso. Ihr könnt gerne über das Thema Inklusion gerne was in den Kommentar schreiben. Du kannst dich gerne verabschieden. Ja, mein erstes YouTube-Interview. Vielen Dank, Tobi. Lukas, du machst das wirklich gut. Kein Ding. Sorry für das und ich wünsche dir alles Gute. Freue mich, dass ich dich kennengelernt habe. Genau. Gut, dann sage ich mal bis zum nächsten Mal, Leute, und haut rein.